Überspitzt und etwas sarkastisch könnte man formulieren, es herrscht jetzt wieder Nvidia-Euphorie, weil chinesische Käufer verzweifelt versuchen, irgendwelche Chips zu bekommen, bevor es nicht mehr geht, weil die Biden-Regierung das blockieren wird. Aber die Wahrheit ist natürlich komplexer und differenzierter. Und die differenzierte Wahrheit ist schlichtweg, wir haben in Sachen KI ja diese Goldrausch-Stimmung. Und derjenige, der Goldschaufeln verkauft, hat natürlich das sichere, das bessere Geschäft. Zumindest so lange, bis Gold auch mal wirklich gefunden wird. Also bis wirklich die Schaufeln auch gebraucht werden und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Und bisher ist es mit dem Goldfinden, um jetzt mal im Bild zu bleiben, doch ziemlich mau. Wir haben Palantir, wir haben Microsoft in Sachen Umsatzprognose. Beides sehr, sehr enttäuschend. Ist sozusagen nichts schnell zu sehen von KI. Wir machen die dicke Kohle. Wir machen den großen Effizienzsprung. Und das war ja immer so. Erinnern wir uns, die Älteren unter Ihnen, Erfindung der Dampfmaschine, Erfindung der Eisenbahn bis hin zum Internet, absolute Gamechanger und wahrscheinlich ist KI wirklich on the long run, mittel- bis langfristig ein Gamechanger, aber es werden da nur wenige gewinnen und die allermeisten werden verlieren. Geschäftsmodelle werden ad absurdum geführt durch wahrscheinlich KI. Und das Blasenartige derzeit bei dieser KI-Euphorie ist der Glaube, dass eben alle profitieren werden, alle gewinnen werden. Deswegen Microsoft nach oben, Google nach oben, alles nach oben, wo irgendwie KI drin sein könnte. Das ist natürlich sozusagen das eigentliche Problem. Jetzt schauen wir uns die Gesamtlage mal an und kontrastieren diese Goldrauschstimmung und den Goldschaufelverkäufer mit den harten Fakten. Das sind die ökonomischen Realitäten. Und die heißen hohe Zinsen bei hoher Inflation und weiter steigendem Kostendruck für die Unternehmen, also ein Margenproblem. Und das setzen wir mal in Relation. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt eine Erholung sehen, die noch weitergehen kann, aber die eben nicht zu neuen Hochs führen wird. Hier sehen wir die Zahlen von Nvidia, die Aktie nachbörslich im Top auf 518, etwa 10% im Plus. Man hat die Erwartungen übertroffen, Aktie dementsprechend nach oben. Hier sehen wir ein paar 13,5 Milliarden Revenue. Wir sehen die Erwartung vor allem von 16 Milliarden Dollar, das ist 28% über der Erwartung, kann man überhaupt nicht meckern. Die Frage ist schlichtweg nur, wie die Vorzieheffekte sind. Irgendwann werden die panischen Chinesen wahrscheinlich aufhören zu bestellen. Es wird auch andere Besteller geben, aber das ist eben bei Nvidia nicht differenziert. Man sieht also nicht, ja, woher kommen die Käufer, wer kauft eigentlich was. Das wird ja leider nicht gesagt, aber Gott sei Dank wurde oft AI gesagt. Kennen Sie noch III Verporten? Da könnte man vielleicht ein Lied draus machen. Und jetzt sehen wir, das kommt jetzt natürlich in der Bild-Zeitung an. Tech-Firma sprengt wieder alle Prognosen. Also kaufen, 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 gell? Das ist dann immer ein Spitzenzeitpunkt, das zu tun. Und das Erstaunliche ist, wie passt das zusammen? TSMC, das ja diese Chips herstellt, die Nvidia ordert. Warum senkt man da zweimal hintereinander die Umsatzprognosen, aber bei Nvidia läuft super? Das bedeutet dann oder kann nur bedeuten, dass es bei den anderen Bereichen überhaupt nicht läuft bei TSMC, dass also sozusagen Nvidia als Besteller immer wichtiger wird, alle anderen unwichtiger werden, wenn das Geschäft ja rückläufig ist. Und das ist ja auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass sozusagen Taiwanesen an Nvidia liefern, die wiederum liefen nach China. Wir wissen ja, dass dieser Chip, den Nvidia für China hier konzipiert hat extra, der weniger leistungsfähig ist, dass das sozusagen das ist, was die Chinesen jetzt versuchen dringend noch zu bekommen. Die höher leistungsfähigen Chips darf Nvidia nicht mehr exportieren nach China und es ist wahrscheinlich, dass auch ein Verbot kommt, diesen Chip nach China zu exportieren und dann bin ich gespannt auf die Umsätze dort. Chinas Internet Giants alleine haben 5 Milliarden bestellt, etwa Baidu, ByteDance, Tencent, Alibaba und wahrscheinlich andere Chinesen auch noch. Und dann wissen wir, Saudi-Arabien hat was bestellt, also das ist sozusagen die Situation. Und wie schaut es jetzt aus mit dem Goldfinden und nicht nur mit dem Goldschaufelverkaufen aus? Da sehen wir, seit März 2023 ist es etwa mit ChatGPT und Bart von Google spielt ja faktisch keine Rolle. Also es ist ChatGPT, wenn überhaupt, das in Sachen KI jetzt in der Massenanwendung bisher sich hatte durchsetzen können. Aber seit März 2023
2023 sind die Nutzerzahlen hier rückläufig. Das heißt, es ist momentan so, dass diese Goldgräberstimmung so erste Ermüdungserscheinungen zeigte, könnte man sagen. Und das trifft auf einen Markt, der, wie ich schon am Montag hier titelte im Videoausblick, fürchterlich bullisch ist. Nein, er war überverkauft in so vielen Bereichen. Ich hatte das thematisiert in diesem Video, weil es immer viele Kommentare gibt. Ja, ich spreche immer von Crash. Also ich weiß nicht, die meisten Leute scheinen nur die Überschriften zu lesen, aber die Videos nicht anzuschauen, merke ich immer wieder. Ich habe hier ausdrücklich davon gesprochen, dass wir stark überverkauft sind und ein technischer Rebound sehr wahrscheinlich sein müsste. Dazu braucht man ein Narrativ, dazu hat man jetzt vielleicht dieses wir können die KI-Euphorie aufrechterhalten, Narrativ durch Nvidia. Also wir sehen hier, Nasdaq Bullish Percentage Index war absolut überverkauft, dreht jetzt wieder ein bisschen nach oben. Also mehr Rationalität in der Debatte bei hier diesen YouTube-Trollen, die teilweise da auf mich einschießen. Wir sehen auch, dass die Stimmung sich eingetrübt hat. Wir sehen die Stimmung der US-Privatanleger jetzt nur noch 32,3% Bullen. Das sind ganz frische Daten. Und das ist weniger als die 35,9% Bären. Da hat sich also was bemerkbar gemacht in den 3 Wochen, in denen die Aktienmärkte jetzt gefallen waren. Und hier sagt ein Analyst, Thomas Montero genauer gesagt, das ist ein Big Deal, diese Zahlen, weil es das Narrativ validiert, dass diese Tech-Aktien, die Tech-Aktien in diesem Jahr nach oben gebracht hat. Wir werden sehen, wie das Ganze passiert. Hier ist zum Beispiel wahrscheinlich, ich hatte es vorhin, glaube ich, mal kurz gezeigt mit Apple. Apple hat zum Beispiel nachbörslich gestern kaum profitiert, obwohl eigentlich sonst Tech nach oben gespült wird. Wahrscheinlich wird es sein, dass hier Geldströme sich ändern, dass Apple ein Problem bekommen wird, weil da einfach zu wenig KI draufsteht. Das dürfte dann eben zum Beispiel in Nvidia laufen. Noch ist eben Apple deutlich höher marktkapitalisiert. Das würde also den Indizes dann nicht so wirklich helfen. However, schauen wir uns mal die Ausgangslage jetzt an, was die Märkte betrifft. Wir sehen den S&P 500, der durch seinen Aufwärtstrend durchgebrochen ist und jetzt von unten kommend wieder an den Aufwärtstrend anklopft. Viele rufen ja schon wieder das Allzeithoch aus, größter Bullenmarkt aller Zeiten, wie ich gestern in den Kommentaren gesehen habe. Wir sehen den VIX, der auch ausgebrochen ist, also das Volatilitätsbarometer, dann punktgenau an diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt gelaufen ist, jetzt zurückprallt nach negativen Divergenzen. Alles ziemlich regulär. Wir sehen jetzt den Nasdaq, der um und bei, hier sehen Sie das, wo dieses A-Fragezeichen ist, in diesem Chart von Ron Walker, bei seinem 50-Tages-Durchschnitt ist. Und jetzt schon wieder im RSI wie auch im MACD überkauft ist. Das heißt, es wird jetzt die Luft ein bisschen dünner. Wir haben bei Nvidia gesehen, die ist auf 118 gestiegen und dann bei 518 und dann bei 502 raus. Also hat sich da schon ein bisschen wieder was nach unten gespult. Aber das Hauptthema ist jetzt, dass wir eine sich deutlich abschwächende Weltwirtschaft haben. Nicht nur China, Europa, jetzt auch die USA. Gestern die Einkaufsmanager-Indizes. Der große Trend ist das Nachlassen der Dienstleister. Das passiert immer. Industrie, wenn Industrie schwächelt, dann wird auch Dienstleistung mit Verzögerung schwächeln. Das ist jetzt diesmal auch so, weil eben Dienstleistung viel für die Industrie ja auch Dienst leistet in gewisser Maßen. Jetzt sehen wir, dass hier Global Services, also das Services auf 51 hier seit und Manufacturing in den USA auf 47. Das ist jetzt seit Juli 2021 geht es konstant bergab mit dem produzierenden Gewerbe in den USA. Und wie gesagt, hohe Zinsen, hohe Inflation, gleichzeitig Kostendruck durch steigende Löhne und steigende Energiepreise. Nicht wirklich eine tolle Kombination. Das Ganze haben wir in Deutschland gesehen, haben wir, wo die Dienstleister sogar jetzt schrumpfen mit 47,3, haben wir in Europa gesehen. Das heißt, es geht mit der Wirtschaft bergab. Wir sehen das beim Konsumenten, auch in den USA, gestern zum Beispiel Footlocker, die hier deutlich nach unten knallen. Wir sehen, dass die Bremsspuren am Immobilienmarkt ankommen, Hypothekenanträge auf dem 28-Jahres-Tief, Zinsen, Hypothekenzinsen dagegen auf dem 23-Jahres-Hoch. Keiner kann sich mehr im Grunde eine Immobilie leisten. Und das hat dann Folgewirkungen, nämlich die gestiegenen Zinsen eben überall weltweit. Jetzt sehen wir, dass der Düsseldorfer Projektentwickler Gerch Group insolvent ist. Das ist, glaube ich, der 5. oder 6. größere Projektentwickler im Bereich Immobilien, der jetzt platt geht. Man hat 4 Milliarden Euro an Bauprojekten in der Region Düsseldorf und so weiter. Gölle
Wir haben jetzt also eine beispiellose Pleite von diesen Projektentwicklern. All das wird nicht folgenlos bleiben, genauso wie eben der Stress im Bankensystem nicht folgenlos bleiben wird. Wir haben im März schon die, März, April die Bankenkrise gesehen. Jetzt sahen wir, dass eine Citigroup, eine Charles Schwab stark unter Druck waren. Gestern so eine leichte Erholung, auch weil die Renditen gefallen waren. Das ist, hier sehen wir nochmal, erstens unten Macy's, diese Warnung, dass die Kreditausfallraten massiv zunehmen. Zweitens der City Economic Surprise Index für die USA, deutlich jetzt nach unten zeigend nach dieser lange besseren Entwicklung. Und wir sehen, was dann schon im Vorfeld der Nvidia-Zahlen die Märkte gestützt hat. Das war der Rückgang der Renditen. Die 10-jährige Anleiherendite ist gefallen. Unten sehen wir das TLT, das praktisch die Anleihenkurse, länger laufende Anleihen widerspiegelt. Hier sehen wir, sind wir sogar aus diesem Seitwärtstrend nach der Abwärtsbewegung nach unten ausgebrochen, versuchen jetzt wieder in diesen Seitwärtstrend reinzukommen. Da ist gleichzeitig Widerstand. Wir sehen also, dass jetzt sozusagen mit dem Fall der Renditen es auch schwieriger werden dürfte. Aber das hat die Märkte gefreut. Ich denke, aus den falschen Gründen, denn eine Rezession ist für Aktien nicht gut, auch in den USA nicht gut. Wir sehen Ähnliches beim Dollar, der zunächst stark war, dann zurücksetzte nach den Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Das hat dem S&P 500 wieder geholfen. Und wir hatten heute Nacht ja diese Debatte auf Fox von Republikanern, die sich als Präsidentschaftskandidat bewerben. Und fast alle sagen, wir wollen Jerome Powell nicht wieder ernennen als Fed-Chef, wenn sie gewählt würden. Donald Trump wiederum ist ja eindeutig hier vorne. Und der fordert jetzt, wie er gesagt hat, ein Zoll von 10% auf alle Importe in die USA. Das würde wahrscheinlich einen echten Crash der Weltwirtschaft verursachen und wahrscheinlich die Inflation weiter nach oben bringen. However, Jim Ballard, der ja sehr schnell und sehr überraschend ausgeschieden ist aus der Fed, der hat gesagt, also hier, das könnte jetzt mit den Zinsen weiter nach oben gehen. Wir sehen, dass die Inflationstendenzen wieder anziehen. The big question is whether the Fed has to go even to 6%, also ob wir sogar auf 6% gehen können. I don't think markets are really ready for that. Naja, die Märkte hatten ja auch Schwierigkeiten, weil sie sich von der Vorstellung verabschieden mussten zunächst mal, dass die Zinsen irgendwann bald wieder sinken. Und hier sehen wir das Szenario, das eigentlich diesen giftigen makroökonomischen Kontext widerspiegelt, der dann nahelegen würde, dass wir trotz der Erholung jetzt, die wir sehen, nochmal auf 4200 Punkte im S&P mindestens fallen, dann an diese wichtige Trendlinie kommen. Wir sehen den Kampf derzeit hier. Und das sind die Aktien im S&P 500, die über ihrer 200-Tages-Linie handeln. Und das ist die 50er-Linie, also die Hälfte, 50%. Jetzt sehen wir, gestern waren wir drunter, oder vorgestern waren wir drunter gefallen. Jetzt sind wir wieder knapp drüber. Das ist ein Kampf. Das zeigt einen Trend. Sind wir da konstant drüber, dann ist der Trend nach oben. Sind wir konstant drunter, ist der Trend nach unten. Und die Frage ist jetzt, sind Aktienmärkte zu teuer? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Zinsen etwa um 4% sind, dann so eine Analyse, dann könnte der S&P um bis zu 40% überbewertet sein. Und die Frage, man muss sozusagen die Frage nach teuer oder billig erstens beantworten mit der Frage, wie hoch sind die Zinsen und wie lange bleiben sie hoch und was passiert mit den Erträgen der Unternehmen. Wir sind also nicht pauschal teuer, vor allem was die 493 anderen Aktien betrifft, aber eine Apple zum Beispiel ist zu teuer, zumal da die KI-Euphorie irgendwie überhaupt nicht da ist, weil die in Sachen KI nichts unternehmen. Also das ist sozusagen das große Problem, wenn die Erwartung der Märkte, dass die Gewinne der Unternehmen steigen, nicht eintritt, weil die Wirtschaft sich abschwächt, und deswegen ist diese Freude aus meiner Sicht über schlechte Daten mit fallenden Renditen nicht gerade weiterführend, aber sei es drum. Jetzt nochmal something different. Wir sehen ja die BRICS gestern mit einer ziemlichen Enttäuschung, goldgedeckte Währung, weit entfernt. Da ist man sozusagen als Tiger gestartet und als Pantoffelheld dann wieder gelandet. Wir sehen, dass der Gebrauch des Dollars in globalen Zahlungen deutlich zugenommen hat seit Juli, während der Euro geradezu eingebrochen ist. Auch das spricht die Bände aus meiner Sicht. Und wenn wir schon zu verzweifelten Chinesen kommen, sehen wir, dass Hedgefonds, westliche Hedgefonds, massiv chinesische Aktien verkauft haben. Wir sehen die Meldung, dass diese Finanzierungsvehikel der Kommunalregierungen, das sind im Prinzip Schattenbilanzen außerhalb der offiziellen Bilanz bei Kommunalverwaltungen, dass die nicht mal die Erträge einnehmen, vor allem durch Landverkäufe, um die Zinsen auf ihre Schulden bezahlen zu können. Also China hat ein riesiges Thema. Dann gestern diese Meldung, Prigozhin tot.
Putin hat sich offenkundig gerecht. Wahrscheinlich war das eine Flugabwehr-Lenkwaffe, die dann mit Aufschlagzünder dort an diesem Flugzeug, in dem Prigozhin saß, explodiert ist. Was hat das für Konsequenzen? Was wird das machen? Putin hat damit sozusagen sich als starker Mann wieder präsentiert. Polen hatte ja Einheiten zur Grenze nach Weißrussland gebracht, weil eben Prigozhin da ein bisschen rumgespielt hat. Was wird da passieren? Wird da Unruhe jetzt kommen oder wird das die Stellung Putins weiter stärken? Werden wir sehen. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren, zu Artikeln. Goldpreis manipuliert. Der Chefhändler von JP Morgan oder der ehemalige Chefhändler und einige seiner Trader muss jetzt in Haft. Hochinteressant, die haben jahrelang vor allem nach unten den Goldpreis manipuliert. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, Kaufanträge für Immobilien auf 28 Jahreshoch, tief, Zinsen auf 23 Jahreshoch. Also da sieht man, was Fakt ist in der ökonomischen Realität. Wie steht der Konsument da? Was wird das alles bedeuten? Das finden Sie in diesem Artikel. Also diese beiden Artikel. Ich sage Servus, ciao.